The games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Yeah! Coronavirus. 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 Corona. COVID-19. Wir haben entschieden, die Olympischen Spiele in Tokio von 2020 auf 2021 zu verschieben. Richtig real wurde es für uns, als wir vom Trainingslager aus der Türkei zurückreisen wollten, waren mit die Letzten, die das Land verlassen haben. Uns kam eine Meldung am Abend vor unserem Flug, dass ab dem nächsten Morgen um 8 Uhr keine Flüge mehr aus der Türkei starten werden. Da wurde die gesamte Sache richtig real. Mein Trainingskollege hat es uns in die Gruppe geschickt, in WhatsApp. Das war schon ein Schlag. Ich habe sogar echt gut schlucken müssen, weil man trainierte wirklich 4 Jahre. Das ist das größte Ziel, was man als Athlet eigentlich erreichen kann. Ob das jetzt irgendwie gut war oder nicht für mich persönlich, das werden wir nächsten Frühling sehen, wenn die Quali weitergeht. Bleibt aber dabei, ob das dieses Jahr oder nächstes Jahr ist, die Spiele, das sind mein großes Ziel. Vor allen Dingen die Spiele jetzt in Tokio. Ich hätte damit gar nicht gerechnet, dass die Nominierung aufgehoben wird der anderen Athletin. War dann auch natürlich sehr überrascht, aber auch ja, froh, die erneute Chance zu haben, mich zu beweisen und meinen Traum ja, zu leben. Wenn du einmal Olympiasieger geworden bist. Es ist eine gewisse Phase, die es braucht, um es zu realisieren, um es zu verstehen. Vieles passiert auch zu Hause, passiert gar nicht vor Ort. Das ist wirklich der Sport, der Schauplatz des Sports. Dementsprechend krass und von hoher Tragweite war natürlich die Entscheidung in diesem Jahr. Aber auch umso wichtiger, dass verschoben wurde und nicht abgesagt wurde. Zwangspause im Garten. Jahrelang hatte sich Thomas Röhler intensiv auf die Spiele vorbereitet. Dann bremste ihn die Corona-Pandemie aus. Olympia wurde um ein Jahr verschoben. Der Leistungssport begibt sich im Frühjahr 2020 in den Lockdown. Dann dauerte es knapp eine Woche. Man hat sich ein Stück weit in der Grauzone bewegt. Es war noch okay, die Sportflächen zu betreten. Es war aber schon nicht mehr gern gesehen, sagen wir so. Der Sport ist allmählich zurückgeschrumpft worden. Kontaktbeschränkungen kamen. Wir haben Trainingsequipment aus der Halle ins häusliche Umfeld gebracht, dass wir uns erstmal fit halten können. Wir wussten alle nicht, wie lange wird das so sein. Ab jetzt trainiert jeder für sich allein. Wettkämpfe werden gestrichen. Das Thema Olympia rückt weit in den Hintergrund im März 2020. Wir wissen aber alle nicht, worauf wir uns gesellschaftlich mit der Pandemie weiterhin einstellen müssen. Ob es die Spiele gibt als Großevent, auch als gefährliches Event aus Pandemiesicht, das wissen wir heute nicht. Spazieren gehen ist zur neuen Volkssportart geworden, die Leute gehen raus und auch ich persönlich, na klar. Wenn du nicht wegfährst, dann setze dich wirklich mit dem auseinander, was du hast vor der Haustür. Wir haben wirklich hart dafür trainiert und auf einem Schlag mitzubekommen, dass die Olympischen Spiele nicht stattfinden. Du hast eigentlich nicht umsonst trainiert, aber wirklich hauptsächlich dafür. Ja, war schon sehr, sehr traurig. Also kannst du überall was abholen, ne? Oh, also sonst ist nichts. Ich weiß nicht, ob du überall, teilweise sieht es auch komplett zu aus. Auch für eine der besten deutschen Hochspringerinnen bleiben die Trainingsstätten dicht. Sie hat dann angefangen, im Wald zu trainieren, weil es eben dann Probleme mit der Halle gab. Da bin ich dann auch öfters mal mitgekommen, weil in der freien Natur das natürlich einfach möglich ist.
Naja, am Anfang, ich glaube, das ging uns ja allen irgendwie so, dass wir gedacht haben, hey, die Pandemie, so jetzt sind irgendwie zwei blöde Wochen, da bleiben wir mal zu Hause und dann wird es wieder besser. War dann ja leider bekanntlich nicht so. Bald wird klar, Corona bleibt. Wie lange, weiß niemand. Beim Training wird improvisiert. Aber nach ein paar Wochen dürfen Marie-Laurence und ihr Trainer zurück auf den Sportplatz. Die Arme sind seitwärts, Handrücken nach unten, rechtes Bein zu rechtes. Schon 2016 war Marie-Laurence bei Olympischen Spielen dabei. Sie wurde Siebte. Eigentlich ein gutes Ergebnis. Eigentlich. Beide ein bisschen enttäuscht gewesen, weil sie ist zwei Wochen vor der Olympischen Spiele 2 Meter gesprungen. Mit 2 Meter Rio hätte sie gewinnen können. Nachdem ich da den 7. Platz erreicht habe, ich wollte einfach für mich alleine sein, weil ich so enttäuscht war. Ich wollte Tamas nicht sehen. Ich wollte eigentlich gefühlt niemanden sehen. Die Spiele von Tokio wären die letzten für Marie-Laurence. Sie ist Anfang 30. Aber findet Olympia überhaupt statt? Gibt es davor Wettkämpfe? Die Unsicherheit ist einfach unerträglich teilweise, weil ich trainiere für einen Wettkampf oder für Wettkämpfe, die vielleicht auch stattfinden, vielleicht auch nicht stattfinden werden, vielleicht aber auch nicht. Das kann ich noch gar nicht sagen, deswegen ist es nicht angenehm. Ich denke, wir können auch heute sagen, dass wir die allererste Phase der Pandemie hinter uns haben. Wochenlang blieben Geschäfte, Gastronomie und Spielplätze geschlossen. Jetzt kehrt ein bisschen Alltag in die Hauptstadt zurück und die meisten sind darüber erleichtert. Die erste Phase der Coronavirus-Pandemie ist überstanden. Und das Ziel, die Olympischen Spiele, wird wieder greifbarer. Es gibt keinen größeren Traum, den ich habe. Ja, ich will da unbedingt hin und hoffe, dass ich das irgendwann schaffen werde. Ich richte mein ganzes Leben danach aus, habe meine berufliche Karriere noch ausgerichtet. Die kommt dann nach meiner sportlichen Karriere und vereine auch Leistungssport und Studium. Corona zwingt Madeleine Volkmann häufiger an den Schreibtisch, als ihr lieb ist. Ihre Leidenschaft ist der koreanische Kampfsport Taekwondo. Bereits als Kind hatte sie ihren ersten Wettkampf gewonnen. Ich war, glaube ich, sehr nervös. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ein Teamkamerad von mir gesagt hat, du musst einen ganz lauten Kampfschrei machen, damit du deinen Gegner einschüchtern kannst. Das habe ich auch gemacht und dann, ich weiß nicht genau, wie er verlief, aber auf jeden Fall habe ich dann meiner Gegnerin einen Kopftreffer verpasst, sodass sie da Nasenbluten hatte. Ich habe nur zu meiner Mama hochgeschaut und habe gesagt, was soll ich machen? Und sie meinte nur, gut. Ja, und dann habe ich das gewonnen. Und das war schon schön, so das erste Turnier auch so zu beenden. Die Verschiebung der Spiele hat für sie auch eine positive Seite. Die Qualifikation, an der sie gescheitert war, wurde annulliert. Nun die zweite Chance. Ich bin sehr diszipliniert. Ich schaue darauf, dass ich eine gute Tagesstruktur habe, dass ich nicht zu viel privat lange unterwegs bin, dass ich die Regenerationszeiten habe und ja, dass mein Leben halt ja, so eine gewisse Struktur hat. Und das brauche ich auch einfach. Dass sie bei der erneuten Qualifikation nur Außenseiterin ist, schreckt sie nicht. Ich habe mich von Anfang an eigentlich immer durchkämpfen müssen. Ich war immer mit vielen Konkurrenten zusammen und ich habe mich einfach da durchgeboxt. Und wenn ich dann da bin, würde ich mich einfach da durchboxen und das machen, was ich schon immer gemacht habe. Kämpfen. Einfach kämpfen. Die Zahl an Athleten, die da hinkommen, ist einfach so wenig im Gegensatz zu denen, die die Sportart betreiben. Und ich möchte eine davon sein, die da halt hinkommt. Das Leben der Degenfechterin Alexandra Ndolo nahm durch Corona eine Wendung, der sie auch gute Seiten abgewinnen kann.
Ich habe jetzt zum Beispiel in der Zeit gemerkt, wo ich eben nicht so viel auf Turniere fahren kann, dass ich mehr Zeit für meine Familie habe. Und das habe ich schon sehr vermisst. Also ich habe sonst meine Familie oft nur an Ostern und Weihnachten gesehen, vielleicht meine Schwestern mal zwischendurch. Und wir haben uns jetzt in den letzten Monaten so viel gesehen, dass das echt gut getan hat. Danach viermal 15. Was machen wir aber mit Zeit? Ich schreibe die Gruppe. Erst mit 21 Jahren kommt die ehemalige Fünfkämpferin zum Fechtsport, der seitdem ihr Leben bestimmt. An manchen Tagen sind es tatsächlich vom Aufwachen bis zum Schlafengehen drehen sich die Gedanken fast nur ums Fechten, weil man eben ständig am Ball bleiben muss, sich weiterentwickeln muss, auch nicht irgendwie sich auf seinen alten Siegen ausruhen kann. Nach Bronze bei der Europameisterschaft will Alexandra mehr. Die Teilnahme in Tokio wäre die Erfüllung eines Kindheitstraums. Ich habe die Spiele das erste Mal mit 10 Jahren gesehen im Fernsehen. Und das hat mich einfach gepackt. Seitdem hat mich die Faszination nie wieder losgelassen. Also einfach dieses riesengroße Sportfest, so viele Sportarten auf einem Fleck, Höchstleistungen, das ist einfach das größte Sportfest, das es für die meisten Sportarten gibt. Und da möchte ich einfach dran teilnehmen. Neben dem Traum von Olympia legt Alexandra ihren Fokus auf ein anderes Herzensprojekt. In Kenia, der Heimat ihres Vaters, hat sie den Nationalen Fechtverband mitbegründet. Wenn ich bei meiner Familie war, wenn ich dort Freunde getroffen habe in Kenia, immer wieder die Frage kam, ah ja, du machst ja Fechten und was ist das überhaupt und in dem weißen Anzug. Und man hat einfach gemerkt, dass noch nicht, das Fechten noch nicht besonders verbreitet ist oder dass viele Menschen gar nicht wissen, was das ist. Und dann dachte ich mir, gut, hier kann man gut was aufbauen, hier kann man irgendwie sich noch engagieren und helfen. Die Idee, ihre Sportart in Kenia populärer zu machen, trägt erste Früchte. In der Hauptstadt gibt es inzwischen eine gut funktionierende Fechtschule. Sie versucht wirklich alles. Wann immer sie kann, schickt sie ihrem Team hier in Kenia Geld. Auch Ausrüstung haben wir schon von ihr bekommen. Da drüben haben wir sie. Wir sind ihr sehr dankbar für alles. Früher war ich so ein Mensch, der andere Leute schlecht behandelt hat. Aber seit ich das erste Mal vom Fechten hörte, hat das mein Leben verändert. Genau das, was ich mir gewünscht habe, dass man den Kindern und Jugendlichen den Zugang zum Fechten ermöglicht. Das muss jetzt noch nicht alles super professionell ablaufen, aber einfach schon mal die Strukturen zu schaffen. Seit letztem Jahr sind wir Teil des Weltfechtverbands, also der FIE, was ein Riesenschritt war und das macht mich einfach nur glücklich. Noch nie sind der Weltgesundheitsorganisation WHO innerhalb von 24 Stunden so viele Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden. Auch in Europa schnellen die Zahlen angesichts von Sommerferien und Auslandsreisen wieder nach oben. Tausende Wissenschaftler arbeiten zurzeit an 150 verschiedenen Impfstoffen. Aber noch ist keiner von diesen zugelassen. Wann also kommt die Impfung gegen Corona? Thomas Röhler spürt den Trainingsrückstand und die fehlende Wettkampfpraxis. Ich kam gestern mit Muskelkater aus dem Bett. Das wäre normalerweise im Sommer nicht so gut, wenn Wettkämpfe sind. Aktuell ist es ein Gefühl, was dazugehört, was ich aus dem Winter gut kenne, was halt wirklich einfach mal ein paar Monate länger anhält jetzt. Er nutzt den Sommer 2020 so gut er kann. Wann der Moment aber kommt,
an dem er konkret weiß, wofür er trainiert, weiß er nicht. Als Sportler willst du immer sehr, sehr früh planen. Wir machen professionellen Sport. Mein Trainer würde auch gerne heute schon wissen, ob die Spiele stattfinden. Das Training wird zur Geduldsprobe. Immerhin, im Sommer gehen die Corona-Zahlen zurück. Doch die VirologInnen warnen schon. Gibt es eine zweite Welle in Europa? Das wissen wir alles nicht. Es hängt für mich wirklich am Impfstoff, muss ich ganz ehrlich sein. Ob es gelingt, schnell einen Impfstoff zu entwickeln, scheint fragwürdig. Der einzige Lichtblick für Thomas Röhler, er wird zum ersten Mal Vater. Für mich persönlich war es schicksalhaft schön sogar an der Stelle. Man ist als Sportler selten länger als 3 Wochen am Stück zu Hause. Und jetzt in der Situation des Vaterwerdens ist es natürlich umso schöner, an einem langen Stück zu Hause zu sein. Und das hat ein Stück weit auch über all die Dämpfer, all die flexible Sportplanung, all die Einschränkungen, die wir alle erleben mussten, ein Stück weit hinweggeholfen. Um ihre zweite Chance zu nutzen, muss Madeleine Volkmann unbedingt in Form bleiben. Die Entscheidung kommt von der Bundestrainerin, wen sie nimmt. Aber ich als Sportlerin kann auf jeden Fall mich weiterentwickeln, besser werden, an Kleinigkeiten arbeiten, die ja dann auch eventuell ausschlaggebend sein können. Das heißt, es ist eigentlich noch mal alles offen und man weiß nie, was passiert, wie auch jetzt in der Situation. Es kommen immer Dinge, die unerwartet sind und ja, man darf die Hoffnung halt nicht verlieren. Für die Taekwondo-Kämpferin ist wichtig, dass sie sich der Bundestrainerin zeigen kann. Gelegenheiten dazu gibt es wegen Corona derzeit nicht. Die Belastung durch die ständige Ungewissheit ist groß. Doch Madeleines Familie, vor allem die Mutter, gibt ihr den nötigen Halt. So, das reicht doch okay, ne? Oder? Sieht doch gut aus, ne? Ja. Dadurch, dass ich noch zu Hause wohne, bekommt sie halt alles hautnah mit und weiß auch, was in mir vorgeht. Und ja, findet dann auch immer irgendwie den richtigen Weg, um zu mich durchzudringen und ja, mir dann zu helfen und mich zu unterstützen. Die Familie ist für mich enorm wichtig. Ich habe einen extrem großen Rückhalt. Ich sehe sie nicht so oft und wenn ich zu Hause bin, versuchen wir auch immer die Zeit zu nutzen und sei es nur irgendwie ein Abendessen zusammen zu verbringen und ja, dass die Familie halt genießen. Es wird ernst. Das erste Treffen der Taekwondo-Nationalmannschaft seit Monaten. Doch anstatt des so wichtigen Wettkampftrainings sind an diesem Morgen nur Einheiten mit großem Abstand erlaubt. Und dann tritt der Worst Case ein. Ein positiver Covid-19-Fall in Madeleines Team bringt alles durcheinander. Es war schon zu erwarten, dass der Lehrgang abgebrochen wird. Es ist schade, weil wir hier viele gute Trainingspartner hatten und auch mal wieder so ein Teamtraining ist was anderes, als immer nur zu Hause zu trainieren, dass man uns mit den Besten in Deutschland messen können. Es ist schade, aber wir müssen das jetzt so hinnehmen. Wieder keine Wettkämpfe. Wieder ein Rückschlag im Kampf um das Olympiaticket. Und wie steht es um die eigene Gesundheit? Ist Madeleine am Ende selbst infiziert mit dem Virus? Leider blieb mir jetzt nicht
die Möglichkeit, alles zu zeigen in den 3 Tagen. Deswegen weiß man jetzt nicht. Ich fahre erstmal nach Hause und schaue, wie der Corona-Test ausfällt. Ja, und wenn alles gut ist, dann werde ich ganz normal weiter trainieren. In Deutschland sind die Corona-Neuinfektionen stark angestiegen. 6.500 neue Fälle in nur 24 Stunden. Die zweite Welle bricht über Europa herein und die Intensivstationen sind am Limit. Schnell steigende Corona-Infektionen haben die deutschen Behörden zum Handeln bewogen. Marie-Laurence Jungfleisch studiert auf Lehramt. Ihr Praktikum absolviert sie an einer Stuttgarter Grundschule. Normalerweise dauert es ein halbes Jahr, Corona-bedingt in diesem Herbst aber nur 6 Wochen. Ich arbeite gerne mit den Kindern zusammen und sehe auch, wie sich die Kinder entwickeln, wie schnell sie was lernen und es auch umsetzen können. Und das für die weiterführende Zeit einfach den Kindern den Weg zu geben, ist eigentlich das Schönste, was man machen kann. Ich wünsche dir einen guten Tag und dass dich heute jeder mag. Ein Wildschwein! Ein Wildschwein! Okay, ich hätte noch kein Reh gesehen. Dass sie Lehrerin werden will, scheint nach ihrer Vorgeschichte keine Selbstverständlichkeit. Früher wurde ich auch wegen meiner Hautfarbe gemobbt und musste daher die Schule auch wechseln. Für ein kleines Kind ist es, glaube ich, schon sehr, sehr hart, das zu erleben. Aber natürlich auch für Erwachsene. Also ich will es nicht nur auf Kinder reduzieren, sondern einfach allgemein ist das nicht schön. 2 Stunden südlich von Stuttgart. Hier leben ihre Mutter und auch ihr Vater, der von der Karibikinsel Martinique stammt. Was mit meiner Tochter passiert ist damals, das habe ich nicht gewusst. Das hat sie mir leider nicht gesagt damals. Ja. Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall kam es eben dazu, dass die Leistungen dann auch. Und dann haben wir das so gemacht. Dann hat sie es auch gesagt, sie möchte anstatt wiederholen, in eine andere Schule gehen. Ich habe mich wie eine Puppe angezogen. Ich kann gerne schauen, das ist doch was cool. Das ist gut, ja. Dass ich jetzt in der Klasse gemobbt wurde, das habe ich jetzt nicht erzählt, weil ich denke, nicht weil ich mich jetzt geschämt habe, weil das einfach vielleicht ein unangenehmes Thema für mich war. Und ich wollte meine Mutter jetzt nicht damit belasten, glaube ich, zu der Zeit. Da war ich 10, 11. Glaube ich auch, ja. Und es war jetzt nicht böse gemeint und nicht, dass ich jetzt kein Vertrauen zu ihr hatte oder so, sondern einfach, das wollte ich dann wahrscheinlich für mich alleine irgendwie klären, was natürlich mit 10, 11 schwer ist. Zurück in Stuttgart. Die Corona-Zahlen steigen wieder. Eins ist klar, der nächste Lockdown kommt. Wir haben A, B, C, manchmal D-Plan, was passiert, wenn. Die Wettkämpfe, die sind geplant, aber ja, das ist noch unsicher. Besonders in der Halle, wo die Leute wirklich keinen Abstand halten können und sind viele Athleten. Die Trainingsgruppe arbeitet an Sprungkraft und Technik in einem leeren Stadion. Sinnbild für einen Zustand, der schon zu lange dauert. Ja, leider ist es so, dass es dieses Jahr so ein bisschen wischiwaschi ist. Also viele bereiten sich auf Wettkämpfe vor und die werden kurz davor einfach abgesagt. Man bereitet sich wirklich im Training auch darauf vor, dann zu dem Wettkampf von der Leistung fit zu sein. Aber wenn dann die Wettkämpfe nicht stattfinden, kurz davor abgesagt werden, ist halt deprimierend. Deutschland stellt sich auf einen deutlich härteren Corona-Lockdown ein. Der Lockdown wird am 16. Dezember beginnen. Aber was wird aus den geplanten Weltsportereignissen? Werden sie jetzt endgültig abgesagt?
Trotz des neuerlichen Lockdowns, Alexandra hat nach 9 Monaten endlich wieder einen Wettkampf. Ich habe mich total gefreut. Es war auch irgendwie spannend. Ich habe tatsächlich mehrmals überlegen müssen, ob da jetzt alles drin ist, ob das auch so passt, was sonst einfach automatisch abläuft. War jetzt doch schon ganz schön lange seit März. Sonst sind die nationalen Turniere so mit 100 Teilnehmern, ein bisschen über 100. Jetzt sind wir hier zu 10, das ist natürlich nicht so viel, aber nichtsdestotrotz, das ist Wettkampfgefühl, da ist ein Kampfrichter dabei, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Alexandra zählt in Leipzig zu den Favoritinnen. Doch erstmal geht es ihr um etwas ganz anderes als den Sieg. Ich möchte einfach wieder reinkommen in die Wettkampfroutine, meine ganzen Rituale wieder reinbringen, mich auf mich konzentrieren und auf die Gefechte. Läuft nicht gut für sie. Nach der langen Wettkampfpause hat sie ihren Rhythmus noch nicht wiedergefunden. Die Pandemie und ihre Folgen haben die große Aufgabe Olympia-Qualifikation nicht einfacher gemacht. Und doch ist dieser Tag so etwas wie eine erste Standortbestimmung nach langen Monaten der Ungewissheit. Es ist für Vorbereitung wichtig, jetzt ein Feedback zu bekommen für unsere Trainingsarbeit, was wir gemacht haben. Jeder Event, was so ist, nehmen wir als Teil der Vorbereitung, was bis zum April noch läuft. Also wir haben noch viel Zeit, aber als Vorbereitung-Event gucken wir das. An diesem Tag ist die Degenfechterin weit von ihrer Bestform entfernt. Das alles entscheidende Qualifikationsturnier für Olympia rückt immer näher. Doch läuft es nicht wie gewünscht. Ich reg mich im Moment schon ziemlich drüber auf. Also ich habe sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selber. Gerade nationale Turniere will ich eigentlich immer gewinnen. Generell, wenn ich auf ein Turnier fahre, will ich immer gewinnen. Aber ich habe über die Jahre gelernt, Niederlagen ein bisschen besser wegzustecken und dann einfach zu sehen, woran wir arbeiten müssen. Und da hilft mir mein Trainer halt auch sehr, dass er sagt, okay, das war jetzt nicht besonders gut, wir wissen, wo wir stehen. An XY wollen wir arbeiten und das machen wir jetzt einfach wieder, wenn wir zu Hause sind. Es kann halt sein, dass es ein Kaltstart wird. Der Weltverband sagt zwar im Moment noch, dass er uns Vorbereitungsweltcups anbieten wird, aber das weiß ja keiner, ob es dann auch wirklich so kommen wird. Hier in Leipzig trifft Alexandra nur auf Gegnerinnen aus Deutschland. Im April, beim Qualifikationsturnier, warten dann auch wieder internationale Fechterinnen. Eine ungleich größere Herausforderung. Madeline hat kein Corona. Doch sie tut sich schwer, so ganz ohne Wettkämpfe. In ihrer Sporthalle ist es lockdownbedingt einsam geworden. Und dann die enttäuschende Nachricht. Sie hat es erneut nicht in den Olympiakader geschafft. Ohne Wettkämpfe konnte sie ihre zweite Chance einfach nicht nutzen. Meine Bundestrainerin hat mich angerufen und dann mir mitgeteilt, dass die 2 vorherigen Nominierungen wieder ausgesprochen wurden und dass ich dann nicht dabei bin. Ich wäre nur dabei, wenn irgendjemand ausfallen würde. Das ist wieder ein Schlag ins Gesicht, aber man muss jetzt schauen, dass man sich wieder neue Ziele setzt, nach vorne blickt und weitermacht.
es ist nicht so einfach. Und dann stellt man sich auch manchmal die Frage, ja, lohnt es sich jetzt noch weiterzumachen? Aber ja, man muss da eine andere Sichtweise drauf bekommen. Und jetzt noch einmal, ich habe noch einmal die Chance für Paris und die möchte ich jetzt noch mal wahrnehmen. Deutschland hat seit Beginn der Pandemie über 50.000 Corona-Tote zu verzeichnen. Diese Zahl ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen, auch wenn die Neuinfektionen endlich rückläufig sind. Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio dürfen wegen der Corona-Pandemie keine ausländischen Fans nach Japan einreisen. Angeln statt Speerwerfen. Thomas Röhler vermisst den Wettbewerb. Wir haben letztes Jahr mal einen Testwettkampf gemacht, Trainings. Das hat sich irgendwie Wettkampf genannt, aber es war Training. Ansonsten liegt das definitiv in 2019 nach der WM irgendwie. Ja. Im Mai soll es für Thomas endlich wieder losgehen. Aber die Pandemielage ist so angespannt, dass darauf kein Verlass ist. Die SportlerInnen wissen inzwischen, bei Olympia wird es keine ausländischen ZuschauerInnen geben. Schwierig, angesichts dieser Vorzeichen die Motivation hochzuhalten. Und gut arbeiten, Robert Abzi, der geht weit, der geht richtig weit. Ein persönliches Fragezeichen oder ein bisschen Wehmutstropfen ist der, dass es so ausschaut, dass wir ohne Zuschauer im Stadion stehen würden. Ich liebe den Sport mit all seinen Emotionen. Mit den Zuschauern, die dabei sind, die Sportler unterstützen, die uns nochmal zusätzliche Power geben. Ich glaube, das wird fehlen, so wie es sich aktuell anschickt. Mittlerweile gibt es Corona-Impfungen, aber noch lange nicht für alle. Jeder will, auch SpitzensportlerInnen. Ja, das Thema Impfen ist viel diskutiert und es ist ein sehr, sehr gesellschaftlich-politisches aktuell. Als Sportler steht es mir persönlich erstmal nicht zu sagen, ich muss priorisiert werden, aber wir wollen unseren Beruf ausüben. So sagen ganz, ganz viele draußen, ja, ich doch aber auch. Als Sportler jetzt extrem laut zu schreien, hier, ich bin der Erste, der geimpft werden möchte, glaube ich, ist das falsche Signal an die Gesellschaft aktuell. Olympia? Ein Event, bei dem SportlerInnen aus der ganzen Welt antreten, bleibt vor allem auch ein Gesundheitsrisiko. So wie auch andere Sportgroßevents in diesen Tagen. Sie hatten sich sicher geglaubt in ihren Blasen, geschützt von Hygienekonzepten. Die Leichtathleten in der Halle von Torun. 7 Corona-Infizierte sind es bei den deutschen Leichtathleten. Sportevents in der Halle werden zum Hotspot. Schlechte Nachrichten für Olympia in Tokio. Ursprünglich wären wir, glaube ich, zu 11 gewesen, schätze ich ungefähr. Leider ist es so, dass es dann doch ein paar positive Fälle gab, also in Turun bei der EM. Und schlussendlich waren wir doch dann zu 5, später dann auch zu 6. Aber dass der eine oder andere dann doch positiv zurückkam, ist dann doch überraschend und auch ein bisschen enttäuschend natürlich. Marie-Laurence fehlte bei der EM verletzungsbedingt. Im Trainingslager kann sie nach Monaten im Lockdown endlich durchatmen. Es war echt befreiend auch. Also wir sind ja wirklich die meiste Zeit zu Hause oder wir trainieren. Hier haben wir die Möglichkeit, in der Sonne mal zu trainieren und ja, das Wetter zu genießen. Also es war immer schön, was anderes zu sehen, mal ein bisschen Tapetenwechsel und das kam uns sehr entgegen. Ein Privileg, das aber auch an scharfe Hygieneregeln gebunden ist. Das deutsche Team bewegt sich in La Palma auf einem abgeschotteten Terrain, fast ohne Kontakt zur Außenwelt. Die Olympischen Spiele rücken immer näher. Doch das Thema Corona trübt die Aussicht auf Tokio. Auf der einen Seite freue ich mich extrem drauf, wenn die wirklich stattfinden und ich dann daran teilnehmen kann. Aber andererseits ist es auch so ein bisschen komisch, weil es ist alles so unsicher. Also klar, wir wissen jetzt auch, dass keine ausländischen Zuschauer dabei sein können. Aber ja, aber was alles drumherum passiert, das wissen wir alles gar nicht. Und ich bin gespannt, aber ich bin einfach froh, dass sie überhaupt stattfinden. Noch wenige Tage. Für Alexandra Ndolo steht das entscheidende Qualifikationsturnier an.
Ich glaube, ich bin sehr gut aufgestellt. Ich habe sehr kontinuierlich, wie gesagt, trainiert. Ich fühle mich fit. Ich habe keine Verletzungen. Jetzt, ja, ich bin heiß drauf. Ich will, dass es endlich losgeht. Ich hoffe, dass ich die Form, die ich jetzt habe, bis dahin auch halten kann oder vielleicht noch steigern kann. Bei diesem Turnier gibt es den einen Sieger und alle anderen sind quasi in der gleichen Kategorie. Sie haben es nicht geschafft. Und sonst haben wir ja doch Sieger, Treppchen, Top-8-Platzierungen, die man irgendwie gut einordnen kann, auf die man stolz sein kann. Alles oder nichts? Schafft die Degenfechterin den Sprung zu den Spielen? Und hier haben wir auch Alexandra Ndolo, die Nummer 25 der Weltrangliste. Del ranking mundial. Das Turnier läuft gut an für Alexandra. Sie schafft es ins Halbfinale, wo eine Fechterin aus Belarus wartet. Die Deutsche gewinnt den Kampf. Ahí está, ahí está el tocado 15 de Ndolo que le mete en la gran final. Natürlich war ich nicht auf dem gleichen Stand wie nach einer Saison. Also normalerweise, bevor ich zur EM oder WM fahre, hatte ich ja tatsächlich schon 8 Weltcups und eine 10-monatige Saison. Aber wir haben aus der jetzigen Situation das Beste gemacht. Das Finale beginnt. Alexandra trifft auf die starke Ukrainerin Olena Krivitska. Das alles entscheidende Gefecht. Da ist er, der Angriff und der Sieg. Und der Siegesschrei der Ukrainerin, die gerade ihr Ticket für Tokio gelöst hat. Ich habe das Turnier nicht gewonnen und natürlich empfinde ich da gewisse Trauer und auch Enttäuschung, aber ich bin absolut nicht enttäuscht mit meiner Leistung, weil ich wirklich weiß, was ich in diesen 2 Jahren Quali geleistet habe. Meine Familie gibt mir und meine Freunde geben mir wahnsinnigen Halt. Ich habe seit knapp 2 Jahren einen Neffen und habe irgendwie noch ein Großelternpaar, was noch lebt, was irgendwie in seinen Mit-80ern ist und natürlich bedeuten mir die Olympischen Spiele sehr, sehr viel und sportlicher Erfolg bedeutet mir sehr, sehr viel, aber irgendwie eine gesunde Familie zu haben und da jetzt irgendwie gerade noch 4 Generationen, ja, ich glaube, es gibt Sachen, die dann ein bisschen wichtiger sind. Ne? Ich weiß, ich gehöre nicht zum hinteren Mittelfeld, sondern zu einer der Besten auf der Welt. Und es hat dieses Mal nicht gereicht. Fakt ist aber auch, es schaffen nur 3 aus ganz Europa. Und die gehören dann immer zur absoluten Weltspitze. Gut, dann muss ich halt für Paris zur absoluten, absoluten, absoluten Weltspitze gehören. Und dann kriege ich das halt auch hin. Der Countdown hat begonnen. Das Olympische Feuer hat seine Reise durch Japan hier in Fukushima angetreten. Der Fackellauf ist normalerweise der Startschuss für die Olympia-Euphorie auch bei der Bevölkerung. Dieses Mal ist es anders. Japan erlebt gerade eine 4. Welle. Umfragen zeigen, dass eine große Mehrheit dafür ist, die Spiele abzusagen, aus Angst vor massenhaften Neuansteckungen. Ich verstehe es auch, dass teilweise auch ja, die Lust einfach vergangen ist. Aber für uns Sportler ist das größte Event, was man erreichen kann. Und ich finde es halt wichtig für uns jetzt auch und für den Sport im Allgemeinen. Marie-Laurence Jungfleisch hat endlich wieder einen Wettkampf. Die Pandemie ist nicht vorbei. ZuschauerInnen gibt es immer noch keine. Fühlt sich sehr gut an. Doch wirklich, also eben nach 2 Jahren wieder einen Wettkampf machen zu dürfen. Aber heute habe ich mich ziemlich schwerfällig gefühlt. Ich kann auch gar nicht sagen, warum. Ich bin jetzt nur 3 Stunden gefahren von zu Hause nach Hellingen. Aber ja, es hat sich auf jeden Fall so angefühlt, als wäre ich noch sehr müde und meine Beine sind auch nicht fit genug, um dann wirklich noch höher zu springen. Sie gewinnt an diesem Tag. Überspringt 1,88 Meter.
Sie weiß, sie kann mehr. Aber die lange Zwangspause hat ihr die Routine genommen. Ich habe noch viele Wettkämpfe vor mir und ich brauche diese Routine, um dann auch für die Olympischen Spiele bereit zu sein, auch mental, nicht nur physisch, sondern psychisch. Also einfach die Sicherheit zu wissen, dass ich einfach eine gute Höhe erreichen kann. Also es ist nicht irgendwie bei 1,84 rumgurke, sondern wirklich zu wissen, okay, ich kann über die 90, ich kann über 2 Meter springen, wenn ich wirklich alles gebe und alles passt, ist es möglich. Olympia wird trotz allem nun langsam zur Realität. Auch wenn viele SportlerInnen immer noch nicht genau wissen, wo sie stehen. In Deutschland sinken die Corona-Zahlen Ende Mai 2021 beständig. Die Zahl der Geimpften nimmt nun endlich zu, auch unter den LeistungssportlerInnen. Thomas Röhler hat Olympia jetzt fest vor Augen. Aber was sollen das für Spiele werden? Den 100% fairen Wettbewerb wird man vor der Pandemie, aber auch nach der Pandemie nie haben. Ne? Die Pandemie hat aber natürlich wie ein Brennglas, wie in unserer Gesellschaft, die Schere da auseinandergeworfen. Die selbst die Facilities hatten, die selbst die Möglichkeiten hatten, ihr Training aufrechtzuerhalten, trotz Lockdown-Bedingungen, die haben natürlich einen kleinen Vorteil. Die Länder, die überhaupt keine Einschränkungen hatten, die haben noch einen größeren Vorteil.